Seid gegrüßt, Volk! Wir haben, auch wenn es nicht großartig viele Infos sind, neue Infos zu BOTW 2. So, kommen wir auch direkt zum Punkt, und zwar GamesRadar Plus Presents The Ultimate Guide to Nintendo. Das ist eine offizielle Broschüre von Nintendo, kann man auch auf der Nintendo-Seite finden. Dementsprechend sind die Infos, die dort drinne stehen, vollkommen legitim. Und in der neuesten Ausgabe von 2019 und 2020, die jetzt vor kurzem erschienen ist, gab es einen Ausschnitt zu BOTW 2, den ihr jetzt sehen könnt. Und dort steht nicht großartig viel, aber in diesem kleinen Text lässt sich einiges an Infos rausholen. Da steht zum Beispiel zu Anfang an, dass Link und Zelda endlich wieder in das Action-Abenteuer von Legend of Zelda Breath of the Wild einsteigen werden. Und Eiji Aonuma hat natürlich auch versprochen, dass dieses Abenteuer diesmal sehr viel düsterer sein wird. Den Punkt kennen wir, aber was jetzt wirklich interessant wird, ist der nächste und letzte Abschnitt von dem Ganzen. Tief in den Höhen unter Hyrule Castle erwacht eine neue und mächtige Bedrohung. Können unsere mutigen Helden das Königreich wieder retten? Das Interessante hierbei ist, dass definitiv dadurch bestätigt worden ist, dass die Sachen, die wir im Trailer sehen, mit dem vermeintlichen Ganondorf unter Schloss Hyrule spielen wird. Aber das auch ebenfalls Interessante hierbei ist, eine neue unmächtige Bedrohung. Gut, da mächtig können wir mal erstmal streichen, weil eine unmächtige Bedrohung wäre, glaube ich, keine Bedrohung, aber eine neue ist ziemlich interessant. Man kann da natürlich jetzt einiges interpretieren. Ob man neu im Sinne von neu für BOTW sehen möchte, also dass zum Beispiel jetzt nicht Ganon, also das fliegende Vieh, die alte Bedrohung ist und die neue Bedrohung quasi in Form des Gerudo, also Ganondorf sein wird. Oder ob es neu im Sinne der Spieler sein wird, dass ein völlig neuer Feind seinen Auftritt erhält. Also dass zum Beispiel die Hand eventuell doch irgendwas damit zu tun hat, dass eine neue Bedrohung erwacht und eventuell die Kraft von Ganondorf missbraucht und einsaugt, wie auch immer. Wäre ja auch nicht das erste Mal, wenn man mal so sieht, Yuga hat's versucht, Astor hat's versucht, alle wollten irgendwie mal so Ganons Macht ein bisschen auskosten. Da würde mich das eigentlich nicht wundern, wenn da wieder ein Feind gäbe, der irgendwie durch die Kraft von Ganondorf versucht, irgendwas zu machen. Ach ja, Xanthos hatten wir ja natürlich auch noch. Und es wäre natürlich dann möglich, dass wir halt diesen Feind XY bekommen, der halt die Macht benutzt. Und wie wir es ja schon kennen, die Geschichte wiederholt sich ja gerne, auch real. Und da wissen wir, ja gut, Ganondorf wird wahrscheinlich dann ausgenutzt ein bisschen, aber ihr wisst ja, Ganondorf wird sowas von zurückschlagen und doppelt und so dreifach so mächtig wiederkommen, wie man ihn kennt. Und am Ende dürft man gegen ihn wahrscheinlich kämpfen. Ich gehe also irgendwie stark davon aus, dass wir nicht nur Ganondorf bekämpfen werden, sondern auch eine neue Bedrohung, so wie das da auch steht. Ich bin gespannt, was da jetzt an Infos kommt. Ich wollte euch das auf jeden Fall mal wissen lassen, dass wir da einen kleinen Ausschnitt bekommen haben, der gar nicht so unwichtig ist. Was denkt ihr denn? Wie könnt ihr das so interpretieren? Schätzt ihr, da kommt ein neuer Feind, kommt kein neuer Feind? Ich habe keine Ahnung. Man kann jetzt spekulieren, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass da jetzt was Neues gekommen ist. Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und Links sind in der Beschreibung. Ich freue mich weiterhin, dass ihr mich supportet und auch auf Twitch bei den Livestreams zu Zelda dabei seid. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder.